Boah, hast du meinen Beutel umgeschmissen? Digga, ich bin nicht die Person, die hier Beutel umwirft. Das war jetzt auch nur cringe. Und dann gehe ich so auf die Wiese. Ja. Und mach so. Und damit willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ein bisschen auf random angelegt. Ich gehe heute Morgen eine Runde arbeiten in der Kletterhalle bei mir um die Ecke. Eine Schulklasse betreuen, dass da keiner abstürzt. So trainermäßig ein bisschen allen erklären, wie sie sichern müssen. Dann kommt eventuell Nico noch dazu und wir klettern vielleicht noch eine Runde zusammen. Das kommt aber ein bisschen drauf an, wie schnell er mit seinem Fotoshooting heute Morgen durch ist. Da nehme ich noch einen Auftrag. Und danach geht's dann zum Foto ist Flag. Erklärung später oder gar nicht, mal gucken, je nachdem. Auf jeden Fall wird cool und so. Drohne ist bereit und geladen. Ja, er hat auch Bock. Let's go. Nachdem mein Kurs zu Ende war und ich auf entspannt noch einen Kaffee gesippt hatte, kam dann auch schließlich Nico in die Kletterhalle dazu. Ja, moin. Nee. Bist du schon mal? Hallo, ich bin der Nico. Ja, Nico ist jetzt auch am Start. Tatsächlich konnte ich den Fischer überreden, noch eine Runde vorbeizukommen. Genau, wir bowlen jetzt noch eine kleine Runde. Überlegen uns dabei, wo wir heute unseren Fötus-Slick machen. Auf spontaner Basis. Spontaner Basis, naja. Ja, das Ding ist, ich hätte echt Bock auf Hochburg sogar. Aber kann ich ja nicht Drohne fliegen. Digga, du bist komplett. Junge, der kommt jemand mit der Shotgun und der schießt dich. Ist echt so gemütlich. Also, geile Burg hier bei uns, aber leider Drohnenflugverbot, deswegen. Ja, wir bauen jetzt erstmal eine Runde und überlegen uns dabei, wo es nachher hingeht. Digga, ich bin gerade geklettert, gell? Ich hab sogar auf Aufnahme. Ich so, hänge so da. Das Ding dreht sich komplett, so 180 Grad dreht sich der Stein weg. Ich komplett abgeschmiert. Bin gespannt, das zu sehen. Ja, bisschen bouldern, let's go. Ohne Stress zu machen oder so, aber Jan macht es eine Bahn hier, orange, also quasi super leicht. Ich habe sie First Try geschafft, ohne dir Stress zu machen aber. Also die Kamera auspacken, ich habe First Try gemacht, kein. Ich will erstmal nochmal hier mein Magnesium ausleeren. Komm. Oh nein, ist hier wirklich. Digga, du bist so. Oh no, no, no. Ja, vor allem das Ding ist, Nico ist eh immer unfähig. Nico leert immer sein Magnesium aus. Das aber dass er meins ausleert, finde ich jetzt schon ein bisschen frech. Ach, das kann doch nicht sein. Das ist auch nicht so schlimm. Ja dann, First Try, oder? Hey. Zählt das schon als verkackt, oder? Ich war noch nicht. Jetzt bin ich in der Startbahn. Oh Junge, ich krieg dich gar nicht komplett drauf. Ah, hier. Ich hätte mir vielleicht die Strecke vorher angucken sollen, ich sag's so ist. Ja. 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 Du hast hier noch was für deinen Fuß. Digga, wo ist hier? Hier. Ach, mit überbewertet, freund ich. Er macht einfach den Wilden. Noch brauche ich was. Ja, chillig. Er fällt einfach. Reicht. Fresh. So, hier interessante Rute gefunden. Der blaue Startstein, der da, Wand, hier ist noch ein blauer Stein und da ist der Top. Das war's. Ja, das First Try rasiert, oder? So, hau rein. Ist das der? Ja, ist der richtige? Ja, da, ja. Ja, gell, Digga? Warte, Schnitt. Okay, kleiner Start. Oh krass, ja, der ist weit weg, ne? Die Welt kann ich noch hier wegrutschen. Dann wollte ich besser. Oh, sieht auf jeden Fall wild aus, was du da machst. Nee. So, na dann. Noch ein Versuch. Gib mal alles. Okay, hier schön mit dem Fuß rein. Sehr ordentlich. So, und Start. Start schon mit beiden. Ja, so weit, so gut. Ja, du also, kannst halt hier so ein Loch ziehen. Ja, das ist halt, habe ich auch überlegt, aber das ist fragwürdig, ne? Das ist natürlich ein Nebenstein. Hier noch so, weißt du, dass du so nicht ihn halt hier unten hast, sondern hier so ein bisschen hier. Da habe ich euch vorhin gehalten. Aber irgendwie. Weil an sich könnte es reichen. Man kommt halt ein Stück weiter, ne? Aber nicht weit genug. Das reicht. Du musst. Ich glaube, du musst halt eigentlich.
Ja, okay, aber jetzt pass auf. Was, wenn du... Hier hast du ja den linken Fuß drauf. Ja. Wenn du... Darüber? Den linken Fuß hier rüberbringst irgendwie. Okay, ja, also nach deiner Theorie ist der linke Fuß hier. Ja, und dann, und dadurch, wenn du den hat, also allein das... Geht nicht? Oh ja, ich hab grad voll weggefilmt. Ups. Geht schon, aber... Nee, geht nicht, Digga. Scheiße. Weißt du, was man machen muss? Weißt du, was man machen muss? Du musst... Ich weiß nicht genau wie, aber du musst ja hier rein. Eww! Aber wie, einzige, wie willst du das machen? Das ist aber das Einzige, was funktioniert, Digga. Wie willst du das machen, Digga? Die ist blau. Die ist niemals blau. Safe, sie ist so richtig leicht, wir sind einfach nur dumm. Ich habe sie tatsächlich gerade geschafft. Ich probiere es jetzt nochmal für den Vlog zu recreaten. Auf jeden Fall die Taktik, die man braucht, ist das Bild. Das Ding ist, ne, Start an sich schon ganz entspannt. Hier so. So, und dann. Ja, du musst jetzt auf die andere Seite. Weil was du tun musst, du musst den Fuß hier reinhängen. Komm, mit beiden Händen hier dran. Übelst nice. Ja, und das ist schon... Das ist das, Digga. Es sieht übelst wild aus. Oh, oh. Boah, fast meinen Beutel umgeschmissen. Digga, ich bin nicht die Person, die den Beutel umwirft. So, Nico, jetzt your turn. Auf easy machen wir. Let's try, okay? So. So, du bist halt hier so dran, ne? Ja, aber... Ich habe mit zwei Fingern, ne, so ein bisschen, dass ich halt... Ja, du musst links schon halten. Ich hab nicht gemacht. Ich glaube, du musst nicht unbedingt drankommen. Du musst halt rechts gut stehen unten. Das sehe ich so rein. Ja, erstmal so, ja. Aber dann ganz, also ganz rein. Also du musst mit der Hand eigentlich schon nach oben greifen. Ja, dahin und dann ganz reinhängen. Nee, noch weiter oben. Du musst noch weiter hoch. Ja, so. Sieht gut aus. Und dann direkt an den blauen unten. Also der Fuß hält mehr, als man denkt. Mach den mal lang, das Bein. Ja, okay, nee, zählt. Ist okay. Fresh. Gezählt. Nice. Hä, so crazy. Ich hätte niemals gedacht, dass dieser Stein für den Fuß gedacht ist. Ich weiß noch nicht, ob es der offizielle Weg ist, aber es ist der Weg, der funktioniert hat. Das ist echt so, der funktioniert echt gut. Wilde Rude. Safe. War geil. Ich bin wieder daheim. Wir haben jetzt am Ende nochmal einmal die Person getroffen, die tatsächlich die Route geschraubt hat, an der wir so lange gearbeitet haben. Und der hat uns auch nochmal bestätigt, dass der Intended Way tatsächlich so ist, wie wir es am Ende auch dann rausgefunden und gelöst haben. Ich gehe jetzt einmal kurz duschen. Und dann werde ich gleich auch schon wieder von Nico abgeholt. Der müsste jetzt gleich kommen. Und dann fahren wir zu einem kleinen Steinbruch. Wenn Nico Glück hat, hat er noch Wunderkerzen daheim gefunden. Ich weiß nicht genau, was er vorhat, aber das sehen wir dann gleich. Und ja, bis nachher. Moin. Ach, Bro, ich schmeiß den Rucksack mal nach hinten. So, hey. Wie lange hast du gewartet? Wir sind angekommen, wo wir hin wollten. Hier so ein wilder Parkplatz, so ein kleiner Wanderparkplatz. So ein wilder Nico, so ein kleiner Nico. Ja, wir steppen jetzt eine kleine Runde in den Steinbruch und gucken mal, was da so geht. Hast du eigentlich Wunderkerzen gefunden? Noch besser. Noch aber das besser. Verrate ich erst nachher. Also bleib dran. Der Cliffhanger, Digga. Nice. Und jetzt erstmal kurz Werbung. Das auditive Unterhaltungsprogramm sackt mal wieder. Damit ist jetzt Schluss.
gönnt euch noch heute den gar nicht mal mehr so neuen Podcast Erzählst du mir was, erzähl ich dir was. Informativ, lustig und gut aussehend. Jede Woche eine neue Folge. Brand Rambo approved. Also worauf wartet ihr noch? Überall verfügbar, wo es Podcasts... Ah ne, nur auf Apple Podcasts und Spotify. Aber das reicht ja eigentlich auch. Ich muss einfach irgendwie so einen ganz losten Werbeclip einblenden an der Stelle. Folgt mir auf Instagram. Und ihm auch. Ja, bitte, ich brauch Follower. Add Jan Hettich und add Nico Tritschler. Nico.Tritschler. Ja, richtig. Und dann noch bitte auf joint meinem Discord. Kommt auf und auf Twitter. Ja, den Teamspeaks. Das war jetzt auch nur cringe. Das ist... gar kein Inhalt an der Stelle, deswegen lassen wir es auch wieder. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Steinbruch. Bis gleich. Ja, dann bin ich jetzt zu langsam wahrscheinlich. Nope. Nee, bleib du Hund. Ich war einfach 10 Tage in Finnland wandern, hab kein scheiß Tier gesehen. Hatte die ganze Zeit meine Kamera dabei, was irgendwie 2 Kilo extra Gewicht im Rucksack war. Und jetzt komme ich einfach so random hier hin und sehe ein Reh mitten am Tag. Ja, aber jetzt ist weg. So, wollen wir einmal rüber in Steinbruch? Ja, safe. Oh. Komm, das Reh ist auch hochgekommen. Bruder, hier sind so viele Spinnen in dem Laub, so kleine. Das Reh ist auch hochgekommen. Oh, damn. Oh, gleich geschafft. Ui. Hey, Digga, wo sind wir denn gelandet? Ich dachte, hier ist der Steinbruch. Ist er nicht? Nein. Hä, hey, wie? Scheiße, Digga. Wir müssen weiter rüber noch. Ah! Alles klar? Wow, Alter. So Kastanien. Das ist gerade durch meinen Schuh in meinen Fuß rein. Guck mal hier. So, jetzt sind wir beim Steinbruch. Wir hätten unser Kletterequipment mitnehmen sollen. Da unten waren wir vorhin. Steht es gerade hier. Und das Ding ist, da ist halt eigentlich dieser Stein, auf den ich mich setzen wollte. Aber hier ist halt, ne, von da wo ich stehe, da geht's, auch wenn man es nicht so gut sieht, sehr abschüssig runter. Und da ist auch so Nadel und so rutschig und so. Da ist Nico. Bisschen am Stalken. Nein, ja, nee. Das war so ein auf E-Sport Videobild. Chillig. Puh. Weil an sich, es ist halt, ne, wirklich nur dieses Stück, aber was ist denn, wenn du da so seitlich vorläufst über den Stein? Ich hatte so eine dumme Idee. Halt mal kurz. Ich gucke jetzt einfach mal, wo ich mich festhalten kann, was wie stabil ist, weil hier ist halt echt noch entspannt. Dings, die Frage ist halt eigentlich, wie komme ich einmal diesen ersten Schritt runter, weil dann kann ich mich wieder an die Wurzeln halten. Klingt nach einer beschissenen Idee. Also ich meine, ja. Ja, das Ding, guck mal, die Wurzel ist doch safe, oder? Bruh. Hast du das? Ich glaub, die Wurzel ist safe. Bro, bitte fall nicht. So, guck mal, jetzt habe ich die hier. Und die sind beide echt easy. So, ne, kann ich die beiden? Nein? Mal ganz kurz festhalten, wenn er da runterrutscht, fliegt er da runter und diese Kante, dann ist er einfach tot. Aber chillig da drüben, oder? Ja, schon. Deswegen ist das Einzige, was ich immer gut finde, ist der Schritt hier rüber. Weil ich habe hier nichts zum Festhalten, den da. Der hält nicht. Ja. Wenn ich die Szene reinschneide, kann ich den Video nicht mehr bei normal zeigen. Scheiße. Nee, ich finde es schwierig eigentlich. Nee, finde ich auch schwierig. Bitte mach's nicht. Weil der ist auch schräg so. Nee, nee, dumme Idee. Dumme Idee. Dumme Idee, Abbruch. Es ist, ich hab's probiert, ey. Oh, okay. Okay, chillig. Nee, ich stell mich dann in den Baum und flieg eine Runde, Digga. Ich sag, das ist doch auch geil. Halt mal kurz. Oh. Hey, you. I'm finally awake. Jan, chill mal kurz, bleib mal da stehen. Ja. Ja.
Hier, jetzt wird's wild. So, weiter vor? Ja, das ist schon komplett drauf an sich. Okay. Ja, okay. Ich bin ready. Alright. Zählst du runter oder so? Nee, 9, 8, 7, 6 und wieder 2-0. Ah, Digga, warte nochmal. Da! Abbruch! There she goes. Er will noch einen. Ich kack ab, Alter. Wir sind jetzt fertig mit den Shots, die wir hier machen wollten. Jetzt müssen wir hier irgendwie wieder runterkommen. Und das probieren wir jetzt und du darfst gerne vorgehen. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, Digga. Das ist übel safe hier, übel safe. Weil hier sind so viele Nüsse, ist überhaupt nicht rutschig auch. Ja, es geht eigentlich, ja. Digga. Aber es ist der beste Weg, oder? Das ist ein Scheißweg. Da gehst du nicht mal weiter, bist du behindert. Nein, hier sind wir nicht hergekommen und hier gehen wir auch nicht zurück. Ne, hier sind wir halt echt nicht hergekommen, wir kamen von da. Ja, gut. Wir steppen jetzt erstmal wieder runter, hoffen, dass wir uns aber nicht aufs Maul legen. Und dann sehen wir uns unten wieder. So, nachdem wir nur 10 Mal abgestürzt sind, haben wir es erfolgreich geschafft, lebend wieder unten zu landen. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, hochzugehen. Ja doch. Ja. Ja, genau, jetzt steppen wir runter zur Kapelle, fliegen vielleicht noch eine kleine Runde um die Kapelle und dann warten wir noch eine kleine Runde, bis es ein bisschen dunkler ist. Weil Nico hat ja noch some surprise stuff, von dem ich auch noch nichts weiß, den ich sehr gespannt bin. Wir haben gerade einen sehr geilen Autotrack-Shot noch gemacht mit der Drohne. Und Nico wollte jetzt nämlich noch pitchen, was wir heute noch machen. Warte, mir ist kalt, ich muss meinen Ärmel. Okay. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe so crazy Sachen dabei. Du bist wie so ein Magier, der jetzt so unterm Tisch so sein. Genialer Shot. Knopf hochzieht. Okay. Einmal eine Taube. Nee. Ja, also guck mal, ich habe das Bild schon mal gemacht. Ja. Aber da war schon zu dunkel. Mhm. Jetzt will ich es nochmal machen, aber diesmal richtig. Okay. Mit dir. Okay, geil. Ich habe dabei einen Schneebesen. Der an Paracord befestigt ist. So, ja, okay. Und ich habe auch noch dabei Stahlwolle. Ja. Die Stahlwolle machen wir hier rein, so stopfen da rein, zünden sie an und dann sprüht die geile Funken. Ja. Und dann gehe ich so auf die Wiese und mach so. Ja. Ja? Dann fliegen da cool die Flunken. Und du gehst mit der Drohne so irgendwie cool in die Luft halt und machst eine Langzeitbelichtung. Geil. Ja. Ja, dann bauen wir jetzt auf. Ich bin gespannt. Ich will auch so einen Shot von mir haben, bitte. So zumindest ein Bild oder so ein Foto nachher. Ja, man sieht dich wahrscheinlich. Nee, nicht vor der Drohne, sondern so ein richtiges Foto für Insta. Ach so, ja, das können wir natürlich machen. Das seht ihr dann bei mir auf Instagram, @janhettich. Ja. Was er sagt. Okay, dann mach mal. Oh ja, sehr geil.
Weiter. Ah, jetzt bin ich vorbei. Ich bin verwirrt. Oha! War gut? Sieht pretty sick aus. Und go. Sehr geil. Oh nein, warum kacke ich ab? Okay, bin ich vorbei. So, wir haben jetzt ein paar geile Bilder gemacht, fahren jetzt wieder zurück, war auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Tag. Also, meiner Meinung nach wirst du gerade angerufen. Von Sonja. Sonja, du bist auf laut. Oh, warte, stopp, du bist mit dem Auto verbunden, oh mein Gott. Hallo? Jan macht gerade die Abmoderation für seinen Vlog, du hast voll gecrashed. Ist echt so. Oh Gott, Entschuldigung. Ich glaube, das bleibt im Video drin. Safe. Nein. Ja. Noch ein Versuch. Wir haben erfolgreich alle Aufnahmen bekommen, die wir haben wollten. Ansonsten willst du noch irgendwas raushauen, mit auf den Weg geben? Ahoi Brause. Okay. Ja, okay. Ahoi Brause. Und ansonsten sieht man sich im nächsten Video wieder oder im Real Life. Je nachdem. Bis dann. Haut rein. Ciao.